Sommer. In Cannstatt gibt es jedes Jahr eine Sommerpredigtreihe. Dabei geht es uns nicht um Badehose und Baggersee, sondern um Themen, die in der Gesellschaft aktuell sind, die diskutiert werden oder diskutiert werden sollten. Und wir möchten ernsthaft Mut machen. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr freiwillig das schwierige Thema Krieg und Frieden gewählt. Ich möchte Ihnen eine mutige Frauenfigur aus der Bibel vorstellen und was wir von ihr lernen können. Judith, die ebenso klug ist wie schön und die ihr Volk im Krieg rettet. Aufgeschrieben wurde die Geschichte in einer Zeit, da die Menschen auch die Frage umtrieb, warum Gott nicht eingreift. Schön, dass Sie dabei sind beim Gottesdienst aus der Sommerrheinkirche. Wo auch immer Sie diesen Gottesdienst jetzt feiern, Gott ist da, bei Ihnen, bei uns. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, im Namen der Liebe, die uns trägt, im Namen der Hoffnung, die auch im Leid lebendig bleibt und im Namen der Kraft, die uns anrührt und stärkt. Amen. Wir wollen beten. Barmherziger Gott, dieser Sommer ist voller Widersprüche. Sonne, Wärme und Licht tun uns gut, doch Hitze, Trockenheit und Krieg machen uns große Sorgen. Mit all dem kommen wir zu dir, Gott, damit wir nicht den Mut verlieren. Hilf uns, mit dir zu rechnen. Hilf uns zu Lösungen. Geh mit uns auf unseren Wegen, führe uns und stärke uns. Und in der Stille sagen wir dir, was wir heute auf dem Herzen haben. Auf dich, Gott, hoffen wir in Zeit und Ewigkeit. Erhöre uns um Jesu Christi willen, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben bewahrt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen. Ich lese aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 1, den Lobgesang der Maria, der keineswegs nur in die Adventszeit passt. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freuet sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, erschrocken bin ich ein bisschen und ich sehe, wie andere noch mehr erschrecken, wenn ich den Gedanken äußere: Könnte denn nicht jemand den Aggressor umbringen? Wie realistisch das ist, weiß ich nicht. Aber der Gedanke lässt mich nicht los. Und ich denke gleich an die Männer und Frauen des 20. Juli 1944 und das leider gescheiterte Attentat auf Hitler. Und ich denke an Dietrich Bonhoeffer, der die Männer und Frauen im Widerstand gegen die Nazis unterstützt hat. Leicht war das alles nicht. Es gibt spannende Filme darüber, doch wir dürfen uns nicht täuschen. Das war alles andere als klar und logisch. Die Frage nach dem Tyrannenmord ist uralt. Nicht nur Bonhoeffer hat damit gerungen. Denn nicht nur er als Theologe kannte das fünfte Gebot: Du sollst nicht morden. Und dieses Gebot ist wichtig. Dieses Gebot gilt. Und auch ein Tyrannenmord ist ein Mord. Angefangen hatte Bonhoeffer mit dem berühmt gewordenen Gedanken, die Kirche müsse notfalls dem Rat in die Speichen fallen, wenn Menschen Unrecht und Leid angetan wird. Dann könne die Kirche nicht nur die Opfer unter dem Rat verbinden,
sondern dem Rat in die Speichen fallen. Für den letzten Gedanken fand er 1933 bei seinen Pfarrkollegen nicht viel Gehör. Später schloss er sich dem Widerstand an. Wie können Menschen dem unheilbringenden, gewalttätigen Rat in die Speichen fallen? Bonhoeffer hat viel theologisch nachgedacht. Schließlich hält er den Tyrannenmord für möglich. Auch wenn man dabei schuldig wird, dazu muss man bereit sein. Und ob es wirklich das geringere Übel ist, kann man nicht ganz, ganz, ganz sicher wissen. Aber nichts zu tun, wäre auf jeden Fall ein Fehler. Das ist in der heutigen Situation hochaktuell. Manchmal gibt es nur die Entscheidung zwischen zwei schlechten Möglichkeiten. Damit ist unsere Regierung derzeit konfrontiert. Doch nicht nur für Politikerinnen und Politiker gilt, es kann eine Verantwortung sein, schuldig zu werden. Verantwortung nimmt die menschliche Freiheit ernst. Du kannst und musst dich entscheiden. Und wisse, dein Tun und Lassen hat Auswirkungen auf andere. Wie können Menschen dem Rat in die Speichen fallen? Ob Bonhoeffer das Buch Judith im Alten Testament gelesen hat? Dazu ist mir nichts bekannt. Gewusst hat er davon als Theologe wahrscheinlich schon. Doch unter Protestantinnen und Protestanten ist das Buch leider nicht so bekannt und es war lange Zeit auch gar nicht beliebt. Sehr zu Unrecht. Das biblische Buch Judith hat einen schlechten Ruf. Zum einen, weil es zu den sogenannten Apokryphen gehört. Das sind die Spätschriften des Alten Testaments, die nur in der griechischen bzw. lateinischen Verfassung des Alten Testaments enthalten sind, nicht aber in Hebräisch. Viel Streit gab es um diese Schriften in der Kirchengeschichte. Zum anderen hat es einen schlechten Ruf, weil viel von Krieg darin die Rede ist. Und weil Judith, die Hauptheldin des Buches, später in der Kunst und in der Literatur sehr zweifelhaft dargestellt wurde. Judith, die schöne Verführerin oder gar Lustmörderin, die einen Mann erst verführt und ihm dann, als er schläft und wehrlos ist, den Kopf abschlägt. Da kann man doch nur die Nase rümpfen oder den Kopf schütteln. Das ist doch nur Sex and Crime. Was soll uns das schon sagen? Sehr viel kann uns das Buch Judith sagen, wenn wir es lesen und uns nicht von einigen Gemälden und Interpretationen falsch leiten lassen. Denn Judith schlägt zwar tatsächlich einem Mann den Kopf ab, doch mit dessen eigenem Schwert. Und bis es zu dieser Szene kommt, ist es ein langer Weg in diesem biblischen Roman. Da wird zuerst erzählt von einem Herrscher, der viele Länder erobert hat und erobern will und als Gott angebetet werden will. Er schickt seinen Feldherrn Holofernes los und befiehlt ihm einen Feldzug ohne Rücksicht auf Verluste. Und Holofernes tut das. Ein Volk leistet ihm Widerstand, und das ist Israel. Denn das kleine Israel wird keinen anderen Gott anbeten als den einen. Israel wird keinen Menschen als Gott anbeten. Die israelitische Stadt Betulia wird belagert. Sie beten und schreien zu Gott. Als die Lage aussichtslos wird und sie kein Wasser mehr haben, wollen die Ältesten der Stadt, also die männliche Führung, aufgeben. Da erst, nach circa der Hälfte des alttestamentlichen Romans, kommt Judith ins Spiel. Sie ist eine gottgläubige, kluge, reiche und schöne Witwe. Sie hält den Ältesten eine Rede und liest ihnen die Leviten, dass Aufgeben keine Option sei, dass nur Gott über sie zu bestimmen habe, dass Gottvertrauen nötig sei.
Sie erinnert, wie das ganze Buch, an die Geschichte Israels mit ihrem Gott. Das ist also ein theologisches Durchdenken der Situation. So gesehen ist Judith eine Theologin. Dann sagt sie noch, dass sie einen Plan habe und etwas tun wolle. Bevor sie an die Ausführung ihres Planes geht, betet sie lange und bittet Gott um Gelingen. Im Gebet sagt sie, dass die Feinde nicht erkannt hätten, dass Gott Kriege zerschlägt. Das ist beachtlich. Es wird viel von Krieg erzählt im Buch Judith. Von Gott jedoch wird gesagt, dass er die Kriege zerschlägt. Das heißt, Gott ist gegen die Kriege. Also kann niemand dem Buch Judith Kriegsverherrlichung vorwerfen. Und Judith erbittet von Gott nicht Gewalt, sondern den Zorn Gottes und Macht über und gegen militärisch gestützte Unterdrückung. Denn Gott ist kein Krieger, sondern der, der sich der Schwachen und Unterdrückten annimmt. Erst nach dem Gebet gibt Judith ihrer Dienerin Anweisungen, macht sich schön und geht los. Unter Lebensgefahr begibt sie sich ins Lager des Feindes. Um Sex geht es ihr dabei überhaupt nicht. Sie nutzt nur ihre Schönheit und kann den grausamen Feldherrn Holofernes für sich einnehmen. Er lädt sie in sein Zelt ein und später zu einem Trinkgelage. In Vorfreude auf eine Nacht mit ihr betrinkt er sich. Schließlich schläft er betrunken ein. Sie greift sein Schwert, nimmt all ihre Kraft zusammen und haut ihm den Kopf ab. Sie kehrt unbehelligt in ihre Stadt zurück. Am nächsten Morgen ist sein Heer so verwirrt, dass die Israeliten es schlagen können. Judith hat den Tyrannenmord verübt. Sie hat Holofernes den Kopf abgeschlagen, nicht weil er ein Mann ist, sondern weil er ein Tyrann ist. Sie tötet ihn mit seinem eigenen Schwert. Das Schwert wendet sich gegen den Träger. Ja, Judith passt nicht in gewohnte Vorstellungen von Frauen. Und das irritiert. Das irritierte wohl lange in der Geschichte. Sie denkt selbstständig und anders als die Ältesten. Und sie ergreift das Wort. Sie macht einen geheimen Plan, sie handelt selbstständig, nur zusammen mit ihrer Dienerin. Judith ist nicht nur Opfer, sondern sie wird zur Täterin. Dabei bindet sie sich immer zurück an Gott. Sehr oft betet sie. Wie bei Bonhoeffer ist auch im Buch Judith nicht die Rede davon, dass Gott direkt eingreift. Und das ist ja auch eine Frage von heute. Warum greift Gott nicht ein? Diese Frage versucht schon der biblische Judith-Roman aus dem 1. Jahrhundert vor Christus zu beantworten. Gottes Handeln realisiert sich in Menschen, die ihr Leben und ihr Tun im Horizont von Gottes Handeln sehen. Gottes Retten kann im Handeln von Menschen gesehen werden, die sich und ihre Entscheidungen an Gott rückbinden. Wie können Menschen dem Rat in die Speichen fallen? Die biblische Judith hat noch nicht einmal einen direkten Auftrag oder eine Anweisung von Gott, wie es beispielsweise von Mose erzählt wird. Sie sucht Handlungsmodelle und Orientierung in der Geschichte Israels und sie handelt aufgrund ihrer eigenen, auch theologischen Überlegungen, die sie zuvor den Ältesten darlegt, und sie handelt entsprechend ihrer gottgemäßen Lebenshaltung. Was sie tut, steht ganz in ihrer eigenen Verantwortung. Der Plan kann auch misslingen. Das Risiko war da. Sie ist es eingegangen und stand für die Konsequenzen ein. Und ja, Judith hat einen Mord verübt.
Sie hat diese Schuld auf sich genommen und das führte zur Rettung von Menschen. Sie interpretiert das so, dass Gott es hat gelingen lassen. Das ist kein Freibrief zum Töten, sondern ein Vorbild für verantwortungsbewusstes Handeln und für die Möglichkeit, Alternativen zu sehen und zu wählen. Judith ist ein Vorbild für Zivilcourage gepaart mit Gottesfurcht. Gottvertrauen heißt eben nicht passiv sein und die Hände in den Schoß legen. Für jetzt bleibt mir der Wunsch, eine Judith möge sich finden für jeden Aggressor. Bei Bonhoeffer und den Männern und Frauen des 20. Juli 1944 gelang der Plan nicht. Sie haben mit ihrem Leben für ihre Zivilcourage bezahlt. Doch der christliche Gott ist ein Gott, der ans Kreuz geht und der selbst leidet und mit der Welt mitleidet und mitstirbt. Das bedeutet, Menschen haben im Leiden einen Fluchtpunkt in Gott. Wenn nichts mehr hält, Gott ist bei mir. Und die Botschaft von der Auferstehung gibt eine unbeschreibliche Hoffnung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen beten. Lebendiger Gott, wir bringen dir unsere Sorgen und bitten um Hilfe. Für die Menschen in der Ukraine und in Syrien und in allen anderen Kriegsgebieten der Erde bitten wir um Frieden und Gerechtigkeit. Für die Menschen, die unter den Folgen des Klimawandels schon jetzt leiden, bitten wir um Hilfe und Gerechtigkeit. Für die Menschen in den Regierungen bitten wir um Weisheit und Mut, Menschenfreundlichkeit und Gerechtigkeit. Für die Menschen, die unter Gewalt und Bevormundung leiden, bitten wir um Befreiung und Gerechtigkeit. Für die Menschen, die unter den Folgen der Inflation und der Pandemie besonders leiden, bitten wir um Unterstützung und Gerechtigkeit. Für unsere wunderschöne Erde bitten wir, lass nicht zu, Gott, dass wir sie zerstören. Für uns selbst und für unsere Lieben bitten wir um Mut und Zuversicht und gute Ideen zur Lösung von Problemen. Ewiger Gott, du Mutter und Vater des Lebens, wir bitten dich auch für die Menschen, die uns der Tod genommen hat,
birg sie in deiner Hand und schenke uns die Gewissheit, dass Leben und Liebe stärker sind als der Tod. Das alles bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder, der uns in Tod und Auferstehung voranging. Wir beten sein Gebet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Gottesdienst geht zu Ende. Gottes Segen begleite Sie. Gott segne euch und behüte euch. Gott lasse das Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.